Es geht weiter mit Let's Play Evoland. Und wir sind gerade in unserem ersten richtigen Dungeon mit unserer 3D-Engine. Und jetzt geht's zum Boss, würde ich mal sagen. Wir kriegen doch mal eine Heilung. Freigeschaltet, das war ein Unfall. Ihr habt 20 Töpfe zerbrochen. Ja, war nicht mit Absicht. Die Macht des Bösen vor uns ist stark. Luke, die dunkle Seite ist stark. Hoffentlich ist es nicht noch ein unfruchtbares Monster. Vielleicht ist es ja diesmal, ja niedlich. Hoffen wir es mal. Na gut, wir hoffen es mal. Da kommt etwas. Und da war gerade eine gegnerische Lebensanzeige. Was? Ihr kommt hier nicht vorbei. Hey, der sieht ja aus wie ihr, Klink. Das ist doch ein echter Feind oder bloß ein Schatten. Was auch immer es sein mag, wir haben keine andere Wahl, als es zu bekämpfen. Es ist Dark Klink. Und das, dabei muss man doch nicht mal in einem Wasserdungeon sein. Und was er kann? Er kann Fledermäuse beschwören. Was, der nimmt keinen Schaden? Was soll das denn? Gewöhnliche Angriffe scheinen nichts anzuhaben. Was? Warum? Egal, ich will die Fledermaus erstmal weghaben. So. Oh. Ach, ich muss... Im Ohr muss ich jetzt so machen wie bei Ganondorf. Einfach mal, seine Feuerangriffe zurückhauen. Und nebenbei auch die Fledermäuse. Nee, das geht, das kann ich gar nicht. Ich kann das gar nicht zurückhauen. Ich sterbe jetzt gleich. Oder muss ich den vielleicht irgendwo, hinbefördern? Wenn der sein, wenn er so, chargt. Ja, das bringt ja gar nichts. Ach gut. Was muss ich denn machen genau? Hm. Kann ich vielleicht mit dem Schwert den das irgendwie ablocken? Wenn er so chargt? Also, okay, das bringt... Ah! Okay, die Geräusche sind geil. Ich muss ihn gegen so eine Wand laufen lassen. So fliegen lassen. Okay. Nice. Achso, und... Ach, mit dem Schwert. Jetzt habe ich zu spät reagiert. So. Aber ich kann nur einmal... ich kann nur einmal treffen, wie ich das jetzt sehe. Och, okay. Nein, ich habe nur noch 3/4 Herzen. Das ist nicht gut. So. Aber der hat auch nur noch 1,5. Und schön ist, dass die Fledermäuse uns auch immer wieder Herzen geben. Das ist ziemlich gut. Komm, flieg doch mal hier gegen, ja? Nice. Komm, einmal noch. Und rastest du jetzt aus? War das wirklich ein cooler erster Bosskampf? Nervtötendes Geräusch freigeschaltet. Wenn eure Lebensdruckzeit eingegeben, sorgt das Spiel dafür, dass ihr es merkt. Ja, man merkt es ziemlich krass. Beep, beep, beep. Oh, ich will noch nicht aufstehen. Nein. Beep, beep, beep. Nein, bitte. Macht, dass es aufhört. Legendäres Schwert. Es sieht schwer aus, aber dafür erinnert. Sieht cool aus. Erinnert euch das an einen alten. Alten Helden. Wow, wir haben hier ein schönes Brotmesser jetzt bekommen. Beziehungsweise Küchenmesser. Ich spüre frische Luft von draußen. Ich glaube, wir haben den Ausgang der Noria-Mine erreicht. Schnell zu meinem Dorf. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Okay, dann mal schnell los. Und ich brauche unbedingt ein Herz. Was? Bug? Warum kann ich die Truhe nicht öffnen? Habe ich das Spiel geglitscht? Okay, 3D-Kämpfe. Haltet durch, bis die vierte Dimension eintritt. Oh, jetzt haben wir hier rundenbasierte 3D-Kämpfe. Okay, wir haben einen Zumba. Ja, warum kann ich, nicht einfach einen Goomba? Haben wir einen Zumba? Warum nicht? Und ja, erstmal heilen. Nice. Aber wir haben immer noch unser 2K3-Kampfsystem. Ich hoffe, wir haben es weg. Okay, mehr Angriff und für Kairis mehr Verteidigung. Ich will wieder meine On-Map-Gegner haben. Aber die Zoom-Mast, die sieht immer geil aus. Vor allem, wie die den Headbang mal machen, wenn die angreifen. Echt nice. Wirklich gut. Und kommt, weg mit euch. Und dem nächsten... Das ist schon geil. Auch der Hintergrund sieht echt gut aus. Ist hier irgendwas? Weil hier ist nämlich so... Ja, ich dachte, hier wäre so ein auffälliger Wald. Was? Was ist das denn? Ein Atuin. Atuin. Sagt mir jetzt gar nichts wirklich. Ob das jetzt eine Anspielung auf irgendwas ist.
Aber die Zumbas echt, echt die besten. So, auf jeden Fall machen wir die erstmal tot, damit wir die auch nicht mehr so viel nerven. Auf jeden Fall der Atuin, der kann beide angreifen. Das ist schlecht. Gut ist aber, dass wir mehr heilen, als der Schaden macht. Also sind wir so gut wie unbesiegbar. Oh, und der scheint auch noch lang. Ja, obwohl, nee, der ist genauso schnell. Kann aber jetzt auch nicht viel machen. So, das ja, sollte es doch nicht gewesen sein. Ah, dass er im letzten Moment nochmal angreifen darf. Ernsthaft. Na gut, sind noch irgendwelche Truhen irgendwo. Die On-Map-Encounter sind aber auch häufig, ne? Also es ist schon wirklich... Ah, oh, warum daneben? Dass selbst Kaeris mehr Schaden macht, dass ich... Nein! Okay, ich kann sie nicht mehr heilen. Verdammt. Warum? Okay, ich werde jetzt erstmal die... Obwohl, kann ich nicht... Ah, ich kann noch laufen. Ja, okay, ich kann nicht. Was? Was war das? Und da wieder dieses komische Geräusch. Und ich habe schon, es war schon ziemlich lange her, als ich das letzte Mal gespeichert habe. Ach nee, ach so, es wurde hier gespeichert. Okay, dann ist das gar nicht mal so schlimm. Ich muss nochmal kurz wieder, ja, hier rein. Weil irgendwie stimmt da was mit der Truhe nicht. Obwohl ich hier auch gerne hätte überspringen können, fällt mir mal so nachträglich ein. Okay, ich hätte jetzt Angst gehabt, weil ich das letzte Mal habe ich ja, glaube ich, vom Dungeon ja gespeichert. Das wäre natürlich nicht so gut gewesen. Ach nein, so, Magie. Das war jetzt echt ärgerlich, weil irgendwie Klink hat ja gar nicht mal diese Wespe da getroffen. Dann wollte ich mal dieses Weglaufen ausprobieren. Das hat ja auch irgendwie nicht funktioniert. Und naja, die sind alle auf uns losgegangen. Das war echt nicht schön. Musste nicht sein. Hier sind aber ständig Angriffe daneben. Das ist nicht gut. Komm, jetzt stirb. Ey. Hat die irgendwie so eine hohe Ausweichrate? Oder haben wir jetzt einfach nur Pech? Oder sind wir echt zu schwach? Ich verstehe das echt nicht. Ja, hier 24 Schaden. Ja, kann doch nicht zu wenig sein oder zu viel oder so. Ernsthaft. Da kämpfen wir schon lieber gegen diese Schildkröte hier. Auch gerade, wir hatten auch irgendwie weniger Schaden an sich gemacht. Das war auch nicht gut. Ich weiß auch nicht, warum das liegt. Naja, so ein bisschen komische Tücken hat das Spiel manchmal noch. Aber ich weiß auch immer noch nicht, ob das Absicht ist oder ob das vielleicht irgendwie nur ein bisschen so ein kleines Problem ist oder so. Uns fehlen auch eindeutig noch so Spezialattacken für Klink. Also ich hoffe, da gibt es noch was. Dass wir mal so richtig, auch mal richtig austeilen können. Das wäre echt schön. Also ich sehe das hier jetzt echt so nach, ja nur nach PS2 aus. PS2, Gamecube so. Und nochmal, ach natürlich, das... War nicht so gut, ich hätte doch lieber heilen sollen. Na, ja, das war's auf jeden Fall mit dir. Das ist jetzt so ein weites Feld, also ich will auch alles nach Truhen gerne absuchen. Aber das machen diese Random Encounter ziemlich schwer. Also jetzt mach ich erstmal die Zumbas fertig. Auf jeden Fall. Aber die sollten eigentlich mal auch mal Mario so aussehen. Mit diesen epischen, kranken Blick und diesen Monster-Szenen. Obwohl, ach, das sind ja keine Mario-Gegner, das sind ja Evoland-Gegner, aber das sind ja Zumbas und keine Goombas. Sorry für die Anschuldigung. Dass mir das Wort jetzt nicht einfällt. Ich glaub's ja nicht. Aber das kennt man, ich glaube, das kennt man, dass sowas öfter mal passiert, dass man einfach mal irgendein Wort mal nicht einfällt, auch wenn man es ständig hört oder erkennen sollte und sowas, dann fällt es einem einfach nicht ein. Mir passiert ziemlich häufig. Vielleicht ist es ja auch schon ein Zeichen dafür, dass ich alt werde. Naja, ein bisschen Zeit habe ich da zum Glück noch, bis ich wirklich alt bin. Zum Glück. Ein bisschen länger leben will ich schon noch. Ein bisschen viel. Denn man sollte alles aus seinem Leben rausholen, was nur geht. Obwohl ich da der Richtige bin, der das sagt. Der... so gut wie nie was unternimmt und wir haben mehr Verteidigung. Der so gut wie nie was unternimmt und sich viel zu wenig ausruht und so. Ach man, die nerven jetzt echt langsam. Ich habe echt das Gefühl, ja, einerseits
Einerseits ruhe ich mich oft zu selten aus und das nachmittags hinlegen. Das mache ich echt sehr selten. Das soll man ja, eigentlich soll man das ja öfter machen, vor allem nachdem man Schule hat oder mal gearbeitet hat, dass man sich einfach mal eine Stunde mal hinlegt oder sowas. Das mache ich echt fast nie. Aber dafür gibt es dann mal Tage, da bin ich dann mal so mega müde, da will ich mich dann wirklich mal ganz kurz so hinlegen mal. Da ich mal so, komm, ne, ruhe ich mal kurz 10 Minuten auf. Aus, was ist, man muss noch so viel Schlaf oder irgendwie Ruhe nachholen. Wäre ich erst mal nach 3 Stunden erst wieder wach. Das sieht mir echt oft. Warum, was gibt's denn hier? Gar nichts. Der heilige Hain. Oder, das ist mir sogar heute passiert. Aber jetzt habe ich nämlich gerade einen freien Tag. Es ist mir an sich, bin ich auch so einer, der gerne mal zu spät ins Bett geht. Das war zum Beispiel dann, als ich Schule hatte. Ich bin erst um 2 Uhr eingepennt, weil es gibt Tage, da kann ich einfach nicht einpennen, weil ich bin einfach so ein Nachtmensch. Ich war schon immer so. Ich mache halt gerne nachts immer gerne mehr, bin halt nachts gerne mal lange wach. Naja, ich muss auch um 7 Uhr aufstehen, wenn ich Schule habe, ist das Problem. Und ich bin so schlecht aufs Bett gekommen. Aber naja, ich muss ja halt raus. Nur war halt total müde den ganzen Tag über. Dann ist den Tag jetzt darauf, dann hatte ich heute frei, bin ich halt mal früher ins Bett gegangen. Ich glaube, bin ich auch schon so, obwohl ich am nächsten Tag frei habe, bin ich schon wirklich um 12 Uhr schlafen gegangen. Das ist für mich ziemlich früh, bin auch kurz darauf eingeschlafen. Also ich sag mal, 12:30 war ich im Bett, aber ich wirklich eingeschlafen, weil ich dann im Tiefschlaf. Das war, ich bin erst um 12:30 heute wach geworden. Krass, ey. Also ich habe praktisch 12 Stunden geschlafen. Das ist doch verrückt. Oh, ich hätte lieber heilen sollen. Ja, ich hätte sowas von lieber heilen gehen sollen. Das Problem haben wir schon mal gegen die hier. Ah, und dieser Apidia, der macht so Probleme. Aber jetzt können wir dich in die Mangel nehmen. Es sei denn, da weicht wieder jeden Angriff aus. Was und... Ach, nice. Und jetzt schnell ins Dorf. Bitte, bitte. Ach, nice. Oh, vorgerenderte Hintergründe. Eine neue, viel detailliertere Art der Darstellung. Endlich sind wir zurück. Hoffentlich geht es allen gut. Ich bin froh, dass das Dorf nicht von der Ödnis verschlungen wurde. Das ist Aogai City. Reicht die Kraft des Kristalls aus, um uns zu retten? Naja, finden wir es heraus. Aber erstmal speichern wir hier. Willkommen in Aogai. Unser Dorf stand einstmals in voller Blüte. Und jetzt schaut es euch bloß an. Der Mana-Baum... Natürlich geht es wieder um den Mana-Baum. Der Mana-Baum schützte einst das ganze Land. Doch jetzt ist etwas Mächtiges, eine zur schwarzen Zitadelle zurückgekehrt und hat den Mana-Baum befallen, um die Ödnis zu verbreiten. Ich fürchte, bald wird ganz Aogai verschwunden sein. Und damit ist es nicht zu Ende. Oh nein, das hört sich natürlich nicht gut an. Naja, und das ist auf jeden Fall die Folge davon, wenn man einfach zu wenig Schlaf hat, sich noch zusätzlich noch zu wenig ausruht. Naja, dann kommt der Schlaf und holt sich praktisch... Beziehungsweise dann holt sich der ganze Körper den Schlaf zurück, den man irgendwie nicht hatte. Und pennt einfach mal 12 Stunden am Stück. Dazu kommt vielleicht jetzt auch noch, dass meine Ernährung vielleicht jetzt zu der Zeit nicht ganz gesund war. Natürlich noch die obligatorischen Ladezeiten. Warum nicht? Und warte, man hat ein cooles Luftschiff. Onkel! Alles in Ordnung? Natürlich kann man ihn Sid nennen. Na gut, ich lasse den Namen da so. Kairis. Endlich sind wir wieder zu Hause. Es ist viel passiert und die Ödnis verbreitet sich immer schneller. Deshalb fast halb Aogai ist bereits ausgelöscht. Wir müssen schnell handeln. Onkel, wir haben die Macht des Kristalls und Clouds Schwert aus der Noria-Mine. Ja, Clouds Schwert. Das sollte reichen, um das Böse zu besiegen, das in der schwarzen Zitadelle lauert. Cool wäre, wenn wir jetzt gleich noch Sephiroth Schwert finden und einfach mal so eine 3-Meter-Klinge schwingen konnten. Oh, und auch Klink habe ich hier, um das Schwert zu führen. Wir sind bereit, zur schwarzen Zitadelle aufzubrechen. Na gut, ja, wo gehst du hin? Gut und schön, dass ihr braucht. Aber ihr braucht als Amulett von. Das Amulett von Gordon, um in die Zitadelle zu gelangen. Es wurde in zwei Hälften gespalten. Eines im Heiligen Hain zu finden. Sie liegt im Süden von Aogai. Woman, wow.
Ich war letzte Woche dort und sah, dass der Fels in der Nähe des Eingangs neulich eingestürzt ist. Ihr braucht eine Bombe, um ihn zu räumen. Redet mit Garen, dem glatzköpfigen Kartenspieler auf dem Markt. Er war seinerzeit Offizier bei der Armee. Klink, könntet ihr die Bomben besorgen, damit wir in den Heiligen Hain gelangen? Ich finde derweil einen Weg, stärker zu werden. Na gut. Ich sollte mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass ihr mich beschützt. Ich gehe heim, um in der Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Er war ein mächtiger Zauberer, der so manch wirksamen Spruch kannte. Okay, damit trennen wir uns wohl also. Ich stoße später wieder zu euch, sucht inzwischen Garen auf und fragt nach den Bomben. Na gut. Ihre Mutter war genauso eigensinnig. Viel Glück! Mitglied verlässt Gruppe, haben wir freigeschaltet. Wow! Und natürlich wieder die aufwendigen Ladezeiten, weil die ganzen Polygone müssen jetzt erstmal wieder geladen werden. Und ja, es wird schon wieder interessanter. Wir brauchen nur mal wieder interessantere Texturen für. Aber ich würde sagen, wir machen hier weiter dann im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und seid im nächsten Part dabei. Und dann sage ich mal, bis dann!